Mit meinem Buch möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise in Ihre innere Wirklichkeit. Für mich als Wissenschaftler sind Träume jetzt spannend, weil sie jetzt für die Forschung fassbar werden. Träume sind unsere intimsten Erfahrungen. Damit ist die Wissenschaft früher. Läuft das Ding eigentlich? 80% der Erwachsenen weltweit träumen vom Fallen, vom Sex, vom Scheitern und von Verfolgungsjagden. Finden Sie das nicht komisch, dass wir uns nachts nie vorm Computer sitzen sehen? Nachts sind wir in einer archaischen Welt. Träume zeigen uns die Unterströmungen der Seele, die uns angeboren sind und die uns ständig bewegen. Was mich bei der Recherche zu diesem Buch wirklich umgehauen hat, war die Entdeckung, dass sogar blind geborene Menschen Bilder sehen im Schlaf wie Sehende, wie wir. Und sie können diese Bilder sogar zeichnen. Das bedeutet, dass wir alle mit inneren Bildern zur Welt kommen. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, ohne unsere Augen zu sehen. In meinem Buch erfahren Sie alles, was Sie schon immer über Träume wissen wollten. Warum wir während unserer stärksten Träume gelähmt sind, warum manche Menschen meinen, in Schwarz-Weiß zu träumen und andere in Farbe und warum wir in der Nacht immer wieder unser Abitur ablegen müssen. In Träumen sehen wir, wer wir sind und wer wir sein können.